Wie kommen die Leiter so hoch? Der feine Herr. Mhm. Oh, super. Einfach fantastisch. Seelenverfaust hier. Auf diesem gottverlassenen Fels. Mitten im Ozean. Sie hat den ganz beschwerlichen Weg auf sich genommen. Sie hat die kalten, steilen Klippen da unten mit dem kaputten Leiter gesehen. Sie hat das alles gesehen und sich gedacht, ja, wie ein Land. Hier bin ich sicher willkommen. Nun gut. Du hast mich gefunden. Es lohnt sich nicht mehr wegzulaufen. Zeit für die alte Leier. Seelenverfrau, deren Name ich nicht kenne und es nicht wissen will. Ich bin die Sammlerin der Susan. Die Götter haben mir in all ihrer materialistischen Arroganz einen bösen Streich gespielt. Ich bin nämlich nicht aus ihrer freien Stücken die Sammlerin, es ist wie meine Pflicht. Durch deine unablässige Plünderungen und äußerst begrenzten Wunder der Welt hilfst du sicher Berge von Unrat an, die die größten Müllhalden der Zivilisation in den Schatten stellen. Meine Pflicht ist es, dieses skrupellose Verhalten mit noch mehr Unrat zu belohnen. Ziemlich ironisch und es bin ich auch. Ein Vorgänger forderte den gesamten gesammelten Müll als Bezahlung für welchen Zweck auch immer. Aber in meinem Arbeitsvertrag steht nichts davon. Und dein Schmutz interessiert mich auch wirklich wahrlich nicht. Wenn die Zeit also gekommen ist, kannst du mir deine ungeheuerliche Ansammlung zeigen. Dir deine bedeutungslose Belohnung nehmen und wieder verschwinden. Schleunigst. Und hinterlass bloß keine Abfälle. Können wir den zumüllen? Keramikfigur. Gut, mal sehen, was hast du denn so? Sieht aus wie eine Art. Warum? Warum im Namen von allem, was heilig und schön ist, kriegst du dieses grauenhafte Ding mit dir rum? Es tut mir nicht nur in den Augen weh, sondern verletzt den Griff meiner Seele. Aber warte, das kommt mir bekannt vor. Oh, nein. Ich hätte es gleich wissen sollen. Dieser Mann hat dich geschickt, nicht wahr? Dieser hohlköpfige, materialistische, oberflächliche Schwindler von einem Intellektuellen. Er hat dich geschickt, oder nicht? Ach, das ist die Seele, die war noch. Was für ein. Jetzt verstehe ich. Was für ein unredliches, betrügerisches Wiese. Er ist wütend, weil er sein hübsches kleines Holzbuch verloren hat, oder? Nun, den wird er jetzt nie wieder zu Gesicht bekommen. Das kann ich dir versprechen. Vielleicht wird er dadurch das ein oder andere über Asketismus lernen. Und was diese groteske, alberne Sammlung angeht, deine Belohnung dafür ist mal sehen. Nein, das kann nicht wahr sein. Nein, so grausam kann das Schicksal nicht sein. Na schön, nimm ihn einfach. Den verdammten Holzdruck. Geh zurück zu diesem plappernden Narren. Nimm einfach alles, was du willst und geh mir aus den Augen. Tja, Holzdruck zurückgeholt. Die pennt doch gleich ein. Beeindruckend, wie wenig Rezepte es hier gibt. Verdammt. Dann schlafen wir bis zum Morgen. Notsepier. Also ich muss sagen, das wird hier
Spiel wird nicht langweilig. Auf nach vorn, guck mal. Kalamarspieß. Guten Morgen. Ein Cocktailmorgen. Schlafen noch? Schlafen alle noch? Aufstehen. Oha. Wir müssen was durch die Kiste abholen. Oh, ein Hummer. Und Aluminiumerz, wow. Das können wir gebrauchen. Ich habe was Gutes. Hoffentlich kriegst du nichts für dich. Ein Hummer. Kaffee für dich. Mhm. Kaffeespaghetti. Obstgarten, da brauchen wir Nebelfarben. Aluminiumbarren brauchen wir dafür. Und Marmor. Braucht man fürs Aufwerten, braucht man noch irgendwie. Dann braucht man Aluminiumbarren. Ich glaube, wir haben jetzt einen. Mhm. Ist nicht zufällig ein bisschen was zu essen dabei? Na doch, hier. Mhm. Bitteschön. Immerhin. Thank you.
ein Aluminium bauen. Das wird nicht reichen. Und noch vier weitere. So, wir haben Frohkunde. Wir haben die Holzschnittstafel zurückbekommen. Aha. Dann wieder zurück und ziehen mal einen an. Das ist das schöne Stück. Oh, Stella, das ist sehr gut. Du hast meinen Holzdruck den kalten Händen der Vettel entrissen. Wie raffiniert, wie mutig. Ja, du wirst mir bei meiner Unternehmung eine große Hilfe sein. Oder sollte ich lieber sagen, bei unserem Unternehmen. Nun dann, sind wir uns einig, auf dieser Insel gibt es für mich nichts mehr von Interesse. Deshalb werde ich mich deiner kleinen Expedition anschließen. Als Passagier natürlich, nicht als Besatzungsmitglied. Ja, solch ein Schiff könnte nur zur perfekten Galerie werden. Worauf warten wir noch? Brechen wir auf. Da wird es die nächste Passagier. Langsam wird es wieder voll auf dem Schiff. Wir haben einen Passagier zur Himmelsworte oder wie es hieß, zur Immerpforte gebracht und dafür drei neue bekommen. Umso mehr habe ich Angst, dass das jetzt vielleicht sehr bald wieder einer verlässt. Aha. Na schön. Ich weiß, dass ich es kann. Sicher wird es etwas kribbeln, aber nun, was, wenn es weh tut? Ah, du bist hier. Sehr gut. Du wirst dafür sorgen, dass es nicht schmerzhaft wird, richtig? Aha. Okay, ich traue dir nicht wirklich, aber ich habe ja keine andere Wahl. Ah, ich habe es getan und ich bin dabei nicht in meine Ohnmacht gefallen. Fühlt sich eigentlich ganz okay an. Wer hätte das gedacht? Alles gut, machen wir uns an die Arbeit. Was? Oh, aber natürlich, verzeih meine Überschwänglichkeit. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Wie achtlos und unhöflich. Ich bin Gustav. Aha. Und ich weiß nicht warum, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns bereits kennengelernt haben. Wie dem auch sei, ich freue mich, dass sich unsere Wege auf dieser Insel gekreuzt haben. Und ich weiß, dass wir gemeinsam Großes verbringen werden. Diese Welt ist wundervoll und ekelerregend. Zugleich, genau wie die Kunst. Es ist wahr, Stella. Die Götter haben uns mit großer Inspiration gesegnet. Es ist unsere ehrenwürdige Pflicht, jeden mit Schönheit und Ehrfurcht zu erbauen. Ich habe einen festen Entschluss gefasst, Stella. Ich werde dieses großartigste Ausstellung meines Lebens zusammenstellen. Du wirst dabei helfen. Oh, sie wird grandios werden. Und das Wichtigste zuerst, deine Bezahlung. Mir wurden schon viele Dinge nachgerufen, aber Geizhals hörte nie dazu. Ein Obolus. Ah, da haben wir jetzt zwei Obolusse, die können wir doch damit. Damit können wir doch jetzt. Stella, das Schiff sieht herrlich aus, aber dieser Bug, so viel ungenutzter Raum. Du solltest wirklich darüber nachdenken, ihn mit einer Galionsfigur zu verschönern. Wieder ordentliche Schiffsbauer sollte dir da weiterhelfen können. Meine Frau ist rein im Gold. Ah ja. Sollten wir als nächstes hin zum Notzieb hier?
zum Schiffsbauer. Ich glaube, das wäre am nächsten dran. Wir müssen da eh noch was abholen. Obstgarten, verbessere deine Guardians-Figur. Aha. Bevor wir uns an die Ausstellung selbst machen können, müssen wir einige Vorkehrungen treffen. Im Notfall müssen wir sicherstellen, dass wir über die benötigte Infrastruktur verfügen. Bitte höre mich an, hast du das, hat das schon folgendes? Eine Art Fabrik zur Holzbearbeitung, wie zum Beispiel ein Sägewerk. Das käme für viele Bauvorhaben sehr gelegen. Ja, wie praktisch. Mit einem Webstuhl können wir auch Kleidung und Leinwand herstellen. Haben wir einen an Bord? Fantastisch. Eine Gießerei haben wir. Wirklich eine Vollständigkeit. Briefkasten haben wir. Will ich aufhalten. Haben wir nicht schon der Briefkasten hier? Von Ausstattung. Oh, er geigt. Gustav. Zu viel Bunny herbe geguckt. Jojo Backe. Summer, alles okay. Ich glaube, dir geht's nicht so gut. Summer, alles klar. Mein Magen knurrt, aber das ist ja auch kein Grund, so hier rund zu. Alles klar. Ich gebe dir gleich was zu essen, aber ja, bitte. Ruhe, nur die Ruhe. Ich bin zu uns zu backen. Nee, Herz für Tiere. So, hier. Nachtisch. Du bist satt. Milchreis. Ein bisschen Wolle sammeln. Und Kaffeebohnen für das Schaf. Gut, dass es eingezäunt ist. Notseep hier entdeckt. So, das gebadene Hühnchen holen wir gleich noch. Schreibtisch muss glaube ich noch ein bisschen warten. Ich glaube, wir müssen generell mal zu einer Mine. Einerseits wegen dem drei Kristallen für Summer und andererseits brauchen wir Aluminium für den Obstgartenbau. Du hast das Gesicht. Der Steilsberg kennt sich mit Gesichtern aus. Deines würde sich so gut auf einem Poster machen. Auf einer Werbetafel.
Du hast nichts gesagt, aber ich kann mir deine Stimme vorstellen. Und ich hasse sie. Und darum können wir uns in der Nachbearbeitung kümmern. Wir holen uns ein Mädchen, das alles synchronisiert. Du wirst perfekt sein. Was? Du bist keine Schauspielerin, du machst kein Varieté-Theater. Du hast nie ein Ziegelfeld gearbeitet. Ein Ziegfeld. Oder für diese französische Schäferin oder wie auch immer die heißen. Das ist unmöglich, du wärst perfekt gewesen. Aber wenn das wahr ist, dann bist du ein völlig unentdecktes Talent. Du musst in meinem nächsten Film mitspielen. Du musst einfach. Ich habe weder ein Drehbuch noch einen Regisseur. Aber das ist unerheblich. Der Titel wird irgendwas mit Vision der Perfektion sein. Ein Thriller. Ein Mord. Spannung. Etwas, das Blut zum Kochen bringt. Damit alle darüber reden. Und meinen neuen aufstrebenden Star. Das wird ein Kassenschlager. Siehst du den? Siehst du den nicht? Was für ein Tragödie. Du wärst perfekt gewesen. Perfekt, jawohl. Aber gut, würdest du mir einen Gefallen tun? Das Casting erledigt sich nicht von alleine. Meine Casting-Chefin ist mir mit ihrem neuen Liebhaber in der Flitterwoche. Irgendwo, wo es warm ist, aber egal. Es zählt nur der Film, den ich mir in den letzten 5 Minuten ausgedacht habe. Ich brauche Stars dafür. Richtige Stars. Dieses Städtchen ist trockener als meine Hemden an einer Wäscheleine im Sommer. Sehen wir mal. Joanne dreht gerade diesen Tochter-Mutter-Film. Vivian kommt auf gar keinen Fall in Frage. Judy ist auf irgendeiner magischen Reise. Wir brauchen jemanden mit Schneid und Würde. Es gibt da eine erfahrene Schauspielerin, Catherine. Die würde passen. Anscheinend genießt sie derzeit die Freuden der Natur. Irgendwo auf dem düsteren Blätterdach, glaube ich. Aber Moment mal. Mir kam gerade eine andere Idee. Wir könnten auch in die sittsame und naive Richtung gehen. Mit jemandem wie Ingrid. Sie könnte auch unseren neuen Film passen. Sie hat sich gerade ein neues Haus in Old Central District gekauft. Könnte sie dort treffen. Ah, so viele Möglichkeiten. Schauspieler für Filme zu finden ist aufregend. Also gut, ich überlasse es deine Expertise. Finde eine spannende, passende Schauspielerin für uns. Eine, der du es zutraust, eine richtige, gute Figur auf den Leinwand zu machen. What the fuck? Ich habe einen Vorschlag, lass es bleiben. Abgeschlossen. Sein Irrer weckt mich jeden Morgen auf. Er springt kreischend ins Wasser. Und dauernd sagt er, oh, was war das noch gleich? Ich bin der große Fischmann oder sowas in der Art. Es ist zu laut. Es ist ja nicht nur das Kreischen. Er schlägt im Wasser wild um sich. Der arme Tropf kann vermutlich nicht schwimmen. Ich sollte mein Schlafzimmerfenster schließen. Oder auch nicht. Bin wegen der Meeresbrise hierher gekommen. Die kann mit dem Schimmer am frühen Morgen. Antike Brüste. Nehmen wir mal den Leuchtturm. Was hat sie gelernt? Wärmebehandelte Krabbe. Es geht noch höher. Schwindelerregend. Okay, was können wir hier machen?
sind doch diese Viecher, die wir hier. Na, dann müssen wir dann nochmal hoch. Ich fürchte, ich kann hier nichts machen. Okay, dieselbe Seite benutzen kann ich noch nicht. Das kann ich aber, glaube ich, gleich mal zu dieser Insel mit dem Schrein gehen. Ich glaube, das können wir auch in diese eine Mine rein. Ja, da können wir dann nicht rein. Dann müssen wir erstmal noch Lohnberg, da gab es noch was. Da gab es noch was zu holen. So, Blumen gießen. Nachdem unsere Vorbereitungen nun abgeschlossen sind, können wir uns endlich an die nötige Infrastruktur arbeiten. Idealerweise bräuchten wir für ein Projekt dieser Dimension einen speziellen Raum, um die empfindlichen Artikel für den Elementen zu schützen. Ein Schreibtisch, von dem aus Kurator bequem arbeiten kann. Das ist aber ebenfalls vonnöten. Genau wie ein Wartebereich, eine Rezeption, Lagerräume und vielleicht sogar einen Geschenkladen. An denen könnten wir vielleicht verzichten. Mir etwas zu viel? Ganz im Gegenteil, Stella. Ich versichere dir, dass das wirklich alles nötig ist. Vernünftig wie ich bin, ist mir natürlich bewusst, dass der Plan ein Problem darstellen könnte. Da denke ich an einen Mehrzweckbereich, der wundervoll dafür geeignet wäre. Machen wir uns an die Arbeit, schnapp dir einen Bleistift und höre zu. Die Galerie ist recht paradox, da sie sowohl Kunstwerk, Mehrwerk als auch selbst eines ist. Architektur ist schließlich die wichtigste Ausdruck dafür, dass der Mensch über die Natur gebietet. Stunden später. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie das New Bauhaus auf Chicago etruskische Architektur in sein Design einfließen ließ. Gut, hast du dir das alles notiert? Ich kann gerne noch einmal auf die feineren Details des Vortrags eingehen. Soll ich ihn wiederholen? Ja, unbedingt. Nun, wenn du darauf bestehst, darf ich dich nicht aufhalten. Bauhaus, Hausbau. Da brauchen wir Baumwollfaden, Marmor und Glas. Marmor finden wir dann wahrscheinlich später in der Mine. So, da wären wir. Was genau wollten wir hier tun?
Ihm wollten wir was kaufen. Oder nicht? Eine Werbetafel. Hat nicht hier unten jemand. Und du darfst doch mehr Material zu kaufen. Ach, die Hühnerfleisch, das wollte man kaufen. Das gab's da drüben. Im Artus. Wünsch mir endlich dazu. Arbeiten. Das gebratene Hühnchen und danach Schreibtisch ging mir soweit war Aluminium bekommen. Aluminiumbarren kommt, brauchen wir dann noch. Etwas für dich. Ein paar Samen. Gleich mal gepflanzt. Yay, Kaffee. Teesamen. Na, hier sind wir jetzt. Gleich mehr davon gekauft. So, mach's gut. Ach, er schon wieder. In den kalten Gebieten legen die sehr schnell neue Bolle an. Das nächste wollten wir hier hin. Ne, wir wollten noch irgendwie diesen. Den Ort mit dem Schrein finden. Die Bergwelt kommen wir später hin. Der Pier war es nicht. Ah, hier ist der Schrein auf der Insel. Hm.
So, dann gib ihm. Darauf kann ich verzichten. Bitte was? Achso, das gebratene. Grilles Hühnchen. Sag's mir nochmal, was du wolltest. Bin ich verkloppt und gekloppt. Gib Arthur gebratenes Hühnchen. Gebratenes Hühnchen. Muss das doppelt anbraten oder was? Ups, Garten. Ja, das kommt auch noch. Ungebraten ist ja doppelt, oder? Sekunde.